Eine Hoffnung, dass gesehen wird und begriffen wird, dass dieses System, dass die Führer dieses Volkes wirklich eigentlich nur in einer Art und Weise religiöse Irre waren. Also es war ja eine Art Religion, die sie verbreiten wollten, als Herrenmenschen. Zu glauben, man stehe über dem anderen, über einer anderen Rasse, über anderen Rassen, das ist so absurd wie alt, das Thema. Und Fest sagt ganz schön, Krebs war der vollkommenste Domestik, den sich Hitler am Schluss eigentlich holen konnte. Genauso unpolitisch wie Keitel und Jodl letztlich hat er dann mitgemacht. War 5 Jahre lang Militärattaché in Moskau, daher sein gutes Russisch. Zum Schluss verhandelt er ja auch, nachdem sich Hitler umgebracht hat mit den Russen, will er ja Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen ausmachen mit den Russen, was natürlich abgelehnt wird in so aussichtsloser Lage. Nein, ihm war schon sehr früh klar, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Aber er sagte einmal zu General Weidling, es gibt keine verzweifelte Lage, es gibt nur verzweifelte Männer. Also dieses Durchhalten bis zum letzten aussichtslosen Punkt, das hat er durchaus mitgemacht, bis er sich dann mit Burgdorf zusammen im Bunker als letzter erschossen hat. Die Welt verändern werden wir nicht, aber ich finde es wichtig, dass Deutsche so einen Film erzählen. In dieser Art hat man Filme über die Zeit, gab es so viele schon, und manchen kommen sie auch schon zu den Ohren raus, und es gibt ja auch viel Schlechte, aber sowas in dieser Form habe ich noch nicht gesehen, und auch von den Deutschen sowas so kritisch zu zeigen, finde ich gut und wichtig. Der Fegelein war eine Drecksau. Es waren ja viele, aber der war eine besondere. Alles, was ich so mir erlesen konnte, hat der nur hin und her geschoben und sich da so hochgeschleimt und Sachen gedreht für sich, die seinesgleichen suchen. Und er war ja auch sowas wie der Golden Boy, ne? so eine charmante Drecksau halt. Die Frauen haben ihn gemocht, die Männer haben ihn alle gehasst. Er wurde auch Pflegelein genannt. Naja, Typecasting. Eine Herausforderung ist, dass die Person ja wirklich gelebt hat. Eva Braun ist ja erst bekannt geworden, nachdem sie schon tot war. Und eine zweite Herausforderung ist sicher das Thema als solches. Nach all dem, was ich gelesen habe, glaube ich, dass sie eine sehr lebenslustige Frau war und dass sie eben dem Führer oder dem Hitler total verfallen war. Also die muss den wahnsinnig verehrt und geliebt haben, bis zur Selbstaufgabe dann später. Und das ist, glaube ich, das Besondere an ihr, dass sie gar nicht politisch war. Die hat sich für Politik, glaube ich, nicht interessiert, soweit ich das jetzt erforscht habe. Die hat sich eigentlich nur dafür interessiert, ihn zu bekommen, ihn aufzumuntern, mit ihm fröhlich oder glücklich zu sein und letztendlich ihn dann zu heiraten. Sie war ganz sicher damals nicht die deutsche Frau, die von den Nazis so geschaffen wurde. Das war sie nicht, denn sie hat zum Beispiel geraucht, sie hat sich die Fingernägel rot angemalt, sie hat wahnsinnig viel gefeiert. Also auf dem Obersalzberg hat man also erfahren, dass sie immer, sie wurde ja da eingesperrt oben in ihrem Zimmer, und da hat sie also wirklich das krachen lassen, ja, und hat Partys gefeiert und so. Also sie war auf keinen Fall dieses Bild der deutschen Frau in der Nazizeit, und es wollte sie auch nicht sein. Ich glaube, sie war immer so ein bisschen, die hat sich immer so hinweggesetzt darüber, die hatte so eine Leichtigkeit, glaube ich. Und das hat was, finde ich, was ganz Modernes. Also für mich ist sie gar nicht, also für mich ist die Frau eher zeitlos, und dass sie den Hitler so verehrt hat, das kann jedem Menschen passieren. Ich kann es mir vorstellen, dass jemand, der so sich so einem Menschen verschrieben hat, dass der dann mit dem zusammen in den Tod geht. Also ich würde das nicht machen wahrscheinlich, aber ich kann mir das vorstellen, ja. Ich kann mir das vorstellen. Die ganze Szenerie, in der sich das abspielt, hat etwas zutiefst Surreales, habe ich immer empfunden. Und man bewegt sich in einer Welt, oder sagen wir die führenden Leute des Regimes,
bewegen sich in einer Welt, die völlig aus der Wirklichkeit herausgetreten ist, nichts mehr damit zu tun hat. Sie treffen Entscheidungen über den Einsatz von Armeen, die gar nicht mehr existieren. Sie bieten Kräfte auf, die überhaupt nicht mehr existieren. Aber umso spürbarer wird die Realität für diejenigen, die sie draußen auf den Straßen erleiden und erdulden müssen, die Zivilbevölkerung. Und ich habe das auch sehr betont. Und mir natürlich sofort den in Deutschland ja nicht unbekannten Vorwurf eingehandelt, von einigen Rezensenten jedenfalls. Ich wollte aus dem Volk der Täter ein Volk von Opfern machen. Das ist ein solcher Unsinn. Das sind alles Menschen, die unter behaglichen, wohlversorgten Umständen aufgewachsen sind und gar nicht wissen, was es heißt, in eine solche Situation hineinzugeraten. Und natürlich sind viele Menschen völlig unschuldig da hineingeraten. Natürlich auch Nazis und Funktionäre und führende Anhänger des Regimes. Aber es sind immer, die unschuldigen Opfer sind immer in der großen Mehrzahl, und so ist es auch hier. Und mindestens muss man dieses Unglück der vielen Tausenden oder Millionen Menschen, muss man doch sehen können. Man kann doch nicht darüber hinweggehen und sagen, einfach nur, die haben es doch verdient. Das ist auf eine neue Art unmenschlich, und das ist die Unmenschlichkeit, die in Deutschland à la mode ist. Es gibt eine Person, die habe ich genannt, Peter Kranz, der steht für viele Jungen, die in der letzten Phase noch eingezogen wurden, also meistens von der Hitlerjugend, die in der Hitlerjugend groß wurden. Das waren Jungs, die Jüngsten waren 11 bis 12 Jahre, die Ältesten waren 14, die sozusagen dann nochmal als letztes Aufgebot organisiert wurden, die mit Panzerfäusten ausgerüstet wurden und die nach vorne geschickt wurden, um Panzersperren da zu bilden und feindliche Panzer abzuschießen. Da muss ich mal ungefähr das Verhältnis vorstellen. Auf deutscher Seite gab es ungefähr noch 20 oder 25 Panzer, und auf der russischen Seite gab es ungefähr 1500 bis 2000 Panzer, die da, also in so einem Verhältnis wurden noch Jungs mobilisiert, also 11-, 12-jährige Kinder, wenn man so will. Und ich habe dafür eine Person ausgewählt, deren Schicksal wir also betrachten, der noch hoch motiviert ist, der noch glaubt, dass sein Einsatz wichtig ist, dass er also diesem Ansturm der Russen irgendwas entgegensetzen muss. Er ist auch vom Führer selber noch ausgezeichnet worden. Das ist eine Szene, die es ja tatsächlich gegeben hat, nämlich am Nachmittag seines 56. Geburtstags hat er ja noch Hitlerjungen ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Da habe ich diese Figur noch eingebaut und auch den Konflikt dargestellt, die der Junge natürlich mit seinen Eltern hat, speziell mit seinem Vater, der kriegsversehrt war, der im Prinzip auf einigen Fronten als Soldat gekämpft hat. Und der natürlich diesen Wahnsinn, dieses sinnlose Verheizen von Kindern verhindern will und aus den Augen seines eigenen Sohns eigentlich einen Verräter dadurch darstellt. Das ist eine Rolle, wo man sich sehr hineinversetzen muss, man sich sehr anstrengen muss, aber es ist auch, also sie ist nicht sehr leicht zu spielen, aber es macht sehr viel Spaß. Ruhig Blut, Junge, wir sind noch zu weit weg. Ich dieses Kind auf dem Schoß hatte, was dieses Lied sein kann, schon in ein Land in dieser Zeit, von dem man weiß, dass das dann von seinen eigenen Eltern kurz, also Familie Goebbels, kurz danach getötet wird.
das ist, aber das, wenn dann passiert, das ist schrecklich, dann möchte man eigentlich sofort weglaufen und so. Aber die, weiß nicht, ich habe bisher ein oder zwei harte Sachen gehabt, wo auch massivstes Zeugs antisemitischer Natur geäußert wird. Und ich meine, ich habe mich halt entschieden, das zu machen, und zwar, wenn schon, dann auch mit der entsprechenden Härte. Und dann, ich weiß nicht, ich bin dann, das ist dann eher etwas, was ich gegen, also was mir hilft, Hitler zu, auch, also den, sagen wir mal, den Hass auf Hitler, den ich auch habe, zu bewältigen. Aber ich kann ihn nicht nur hassen, sonst kann ich ihn nicht spielen. Frau Goebbels, ich habe mich um diese Rolle beworben beim Oliver. Ich habe gesagt, ich könnte auch Probeaufnahmen machen, so, und war mir nicht ganz im Klaren darüber, warum und weshalb ich die unbedingt spielen will. Und mal abgesehen davon, dass es, also finde ich, die interessanteste Frauenrolle in diesem Film ist, ganz abgesehen davon, glaube ich, dass mich daran interessiert, einfach die Frage, wie es sein kann, dass in so fanatischen Denksystemen so natürliche Dinge wie Mutterliebe oder beziehungsweise zumindest ein Beschützerinstinkt den Kindern gegenüber, also Arterhaltungsinstinkte, die den Menschen innewohnen sollten, ausgehebelt werden und von irgendwelchen nebulösen Todesgedanken und schwülstigen Welten, in denen man sich auch sprachlich bewegt und so, einfach ausgehebelt werden und eben sowas wie Mutterliebe, Beschützerinstinkt in sein seltsames Gegenteil verkehrt werden. Sie scheint die Kinder beschützen zu wollen, indem sie sie tötet, und das ist vielleicht eine komische Abfallprodukt des menschlichen Geistes überhaupt. Die schwierigste, wenn du so willst, war natürlich diese Szene, wo ich den Kindern den Schlaftrunk gebe. Das war sehr spannend zu beobachten an dem Tag. Erstens mal für mich spannend, mich selber zu beobachten, wie ich da laufen Prozesse in dir, die laufen unabhängig von dir. Das ist das Schöne am Schauspielerdasein. Wenn der Schauspieler einigermaßen gesund ist als Schauspieler, dann laufen in dir Prozesse, die führen dich irgendwo hin. Du kannst dich eigentlich darauf verlassen, im Grunde genommen. Du kannst nur staunen von außen zugucken, wie es sich irgendwo hin entwickelt. Und in diesem Falle war es so, dass ich dann eigentlich nicht einsteigen wollte. Ich wollte es eigentlich nicht drehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nie gedacht hätte, dass der Tag rankommt, wo ich das drehen muss. Ich war vollkommen ganz dünnnervig und habe dann schließlich und endlich schrecklich geheult vor dem Drehen und konnte nicht aufhören zu heulen, also eine kleine Nervenkrise. Fein, fein. Helga. Ich mag nicht. Was soll das heißen? Willst du krank werden? Bitte, Mama. Ich mag das nicht trinken. Kind, wein doch nicht. Das hat doch keinen Sinn. Du musst die Medizin trinken. Komm. Helga. Helga. Helga, jetzt komm. 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 Mach den Mund auf. Warte. Mama. Jetzt. Trink. Frau Goebbels ist die Erste, die der Ansicht ist, dass die sechs Kinder, das älteste Kind ist 12, Hilde ist 12 Jahre alt, es sind sechs Kinder, die sie hat, dass die alle umgebracht werden, weil es sich nicht lohnt für die Kinder von Goebbels oder für Menschen überhaupt in der Welt nach Hitler und wo es keinen Nationalsozialismus mehr geben wird, zu leben. Goebbels widerspricht erst, macht dann aber ganz kalt berechnend mit, weil er sich sagt, wenn wir die sechs Kinder umbringen, das wird die Menschen so erschüttern,
wird einen Mythos schaffen und dieser Mythos wird in gewisser Weise jedenfalls den Weiterbestand des Nationalsozialismus sichern. Der ganz tiefe Nihilismus des Regimes, die Zerstörungsenergie, die es entfaltet hat, denn Hitler ist eigentlich, wenn man es genau sieht, die Entfaltung einer ungeheuren, destruktiven Fantasie eigentlich. Das wird aber niemals so deutlich wie gerade in diesen Endtagen. Und ich bin der Ansicht, und das, so steht es ja auch in dem Buch, wenn das deutsche Volk diese Bewährungsprobe, zu der er dieses Volk auserwählt hat, nicht besteht, dann soll es zugrunde gehen und er wird alles dazu tun, damit es zugrunde geht, denn es hat ein Überleben nicht verdient. Und da richtet sich also gewissermaßen der enttäuschte Hass Hitlers gegen das eigene Volk, sodass die ganz paradoxe und für die meisten fast unglaubwürdig wirkende Situation sich ergibt, dass Hitler zwei Völker vor allem ausrotten wollte, die Juden, wie wir alle wissen, und dann zuletzt auch, das gilt nur für die allerletzte Zeit freilich, aber zuletzt eben auch die Deutschen, sein eigenes Volk. Das, was ich hoffe, was passieren wird, ist, dass es eine kontroverse Diskussion auf hohem Niveau gibt. Ja? Weil der Film auch ein hohes Niveau hat. Also was ich nicht hoffe oder was ich denke, was auch passieren könnte, dass es eine Kontroverse auf niedrigem Niveau gibt. Also dass man einfach sagt, das darf nicht sein. Das wäre bedauerlich. Denn ich denke mal, das Risiko, dem wir uns ausgesetzt haben, unter Umständen einen Film zu machen, der nicht funktioniert als Film, aber wir uns diesem Risiko ausgesetzt haben, das sollten die Leute, oder ich sage jetzt mal, die Leute, die kritische Stimmen erheben, das sollten sie auch sehen. Nicht weil wir sagen, wir wollen den Respekt von denen, weil wir risikofreudig waren, sondern die Auseinandersetzung mit so einem Thema zu wagen, im Wissen, dass es nicht nur dann ein Risiko ist, wenn es nicht gelingt, sondern dass es auch ein Risiko ist als gesamte Unternehmung. Da würde ich mir wünschen, dass das sozusagen auf einem Niveau stattfindet, das wir uns, glaube ich, verdient haben.